Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Vlog. Wir sind heute auf der TwitchCon in Amsterdam. Wir sind gerade angekommen. Wir haben jetzt 8.40 Uhr. Wir sind um 6 Uhr aufgestanden heute. Laurin ist mit am Start. Und wir holen jetzt erstmal unser Badge. Und von 10 bis 11 Uhr spiele ich hier. Und wir nehmen euch heute mit. Ey, guck mal. Easy. Oh. Ja, Bruder, kannst du dich auch normal anstellen. Hier holen wir die Badges ab jetzt. Das ist so ein Umhängeteil, damit die Leute auch wissen, wer wir sind. Und dann geht's rein. Und dann Set aufbauen und let's go. Okay, so, wir haben uns jetzt unser Badge hier abgeholt. Das sieht so aus. Ganz fresh, müssen wir auf jeden Fall tragen. Und dann haben wir noch sowas bekommen, Bruder. Ich weiß auch nicht, was das ist. Lass das mal auspacken eben. Komm, ja, guck mal, so ein kleiner Bag hier. Ach so, das eigentlich ist für ganz die Sachen, fresh. Ne? Ja, okay. Ja, genau, da kannst du wahrscheinlich noch ein paar Sachen reintun und so. Ja. Okay, wir sind ausgestattet. Wir checken jetzt mal so ein bisschen die Umgebung und gehen dann auch langsam Richtung Big Room Stage. Auf jeden Fall jetzt schon mega Bock, euch aufzulegen. Und hier rennen crazy Gestalten rum. Auf jeden Fall dreh ich mal um. Ja, wir checken jetzt mal ein bisschen hier, wir laufen ein bisschen rum und dann geht's gleich los. Ja, ich freue mich, Alter. Okay, also wir sind jetzt auf jeden Fall schon am Start. Ich glaube, der Laden hier ist noch nicht auf. Und wir laufen jetzt auch mal ein bisschen rum und checken mal die Gegend ab. Let's do it, man. Let's check it out. Let's go. Come with me, come with me. Wo ich hin muss? Big Room Stage. I don't know, Big Room Stage. Boah, guck mal hier. Oh, das Ding ist riesig, einfach. Digga. Hier ist halt einfach keiner. Ja, aber guck mal hier. Richtig fresh. Ich denke mal, da vorne sind auch so Battles, oder? Also zocken die und so, oder? Boah, Alter. Junge, ich bin mal gespannt, wo wir gleich sind, ne? Vor allem das Geile ist, jetzt ist es noch nicht so voll. Jetzt können wir ganz entspannt hier alles den Leuten zeigen. Ich bin ja gar nicht im Gaming so drin, ne? Aber hier könnte man auch ein DJ-Set aufnehmen, ja? Schön. Guck mal, wir haben auch überall hier so für Handyladen, ne? Ich weiß nicht, ob es geht. Vielleicht, weil ich... Doch, guck mal. Stock X, Bruder? Was geht denn hier ab? Er ist Welt drin. Ey, Junge, jetzt ist er, das ist ja geisteskrank. Er ist Welt drin. Ey, Bruder, Case King. Case King hat mich auch gefragt, ob ich für die streame. Auch voll cool, der Stand ist auch richtig nice designed. Mit den, sowas will ich auch bei mir haben, Digga. Blumen? Ja, sicher. Voll chillig. Also nicht über mir, aber so an der Wand irgendwie. Alter, krank. Schon wild, oder? Ah, hier gibt's Essen. Ja. Oh, Burger ist noch ein bisschen zu früh, ne? Wir haben noch voll viel Zeit eigentlich, ne? Burger zu früh? Ja, 9 Uhr. Ja. Was jetzt natürlich übertrieben fresh wäre, wenn Stock X paar Sneaker da ausgestellt hätte, weißt du? Ja, weiß ich nicht. Ja, du siehst doch hier. I will go here and check it out. There's a big room. It's. I will check it out. Yeah, let's go. Thanks. Thank you. Morning. Good morning. Oh. Hey Bro, I don't know, was hier abgeht, Alter. Ey, da oben wird das sein. Bruder, was? Nein, nicht da, Bruder. Nein, hör doch auf. Das ist auf jeden Fall crazy, Digga. Hier kommt man, glaube ich, dann da rein. Ich will jetzt nicht einfach hingehen. I will check it, Bro. Okay, Bro. Ich weiß noch nicht, welchen Sound ich spielen soll gleich. Ich mach spontan. Ja, auf jeden Fall warten wir jetzt für Sean. Sean baut auf, Sean macht. Sean ist beste Mann. Switch a little bit, but it's fine. I will do my thing. Okay, yeah. Let me know if you need anything. Yes. Yeah. So. Like surprisingly so, hey? Yeah. Really crazy. Ja, Bruder. Lass, ich muss aufbauen. Schreib mal gerade kurz die Situation. Bro, ja, wir sollten eigentlich um 10 Uhr anfangen, jetzt fangen wir 9.30 Uhr an. Ich versuche einfach auf entspannt und cool zu tun, ja? Ja, aber du siehst auch super aus, also von ja, daher ist alles cool. Ja, danke schön. Ja, cause this your milky for front and not for me. Shill and for me, I no go do me corny. And if your milky not fighty, I saw me to look. Shill and tony, yo baby, sumo yo di di di. Baby, gonna gonna. Ich bin mir schon sicher. Wolltest du Alkohol holen sonst? Nein, Bruder, auf keinen Fall, nein. Bruder. Nicht um 9 Uhr morgens, Bruder. Doch, komm, hol, Junge! Leute, Auftritt ist vorbei. Wir gehen jetzt gerade raus. Wir müssen mich direkt wieder los. Zum nächsten Booking und leider. Also ich habe eigentlich gedacht, Klossi ist hier, mein Homeboy. Nein, der ist nicht mein Homeboy. Ich dachte, wir werden heute Homeboys. Also war auf jeden Fall sehr nice. Die Stage ist nice, habt ihr ja gesehen.
Und es ist aber ein bisschen was anderes natürlich als jetzt, sag ich mal, Club oder so. Die Leute kommen hier rein, ist Opening Ceremony nach mir gewesen. Und dementsprechend, ja, die Leute haben den Sound gefühlt. Und ich glaube, der Kollege, der uns da betreut hat, auch. Ja, jetzt sofort geht's nach Hause. TwitchCon erstes Mal am Start. Ich will auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hierhin. Hat richtig Bock gemacht. Und ich hoffe, du bist auch wieder am Start. Ich bin selber. Leute, das Krasse ist, der CEO, der zweite CEO von Twitch wollte eigentlich mich persönlich sprechen. Oh ja. Der wollte ein paar DJs sprechen. Das Ding ist, wir müssen halt jetzt los. Um 4 Uhr wäre das, 16 Uhr wäre der Termin. Aber ja, wir müssen jetzt leider los. I'm so sad. Keine Ahnung, was dann passiert wäre. Vielleicht wäre ich dann nicht mal Partner, Alter. Ich war jetzt kein Twitch-Partner. Naja. Und er wird einfach von TwitchCon eingeladen zum Auflegen, genau. Aber er ist einfach kein Partner, Bruder. Ja, was das ist für ein Leben, auch ja. Normal, oder? Auf jeden Fall danke an die Community nochmal natürlich, an meine Community auf Twitch. Geisteskrank, der ganze Support über die Jahre. Ich meine, wir haben vor 2,5 Jahren gerade mal angefangen, ne? 18. März 2020 mein erster Stream. Dann durchgehustelt. Durch die ganze Covid-Zeit-Phase. Und jetzt sind wir einfach auf der TwitchCon und konnten da spielen. Einfach zu geil. Aber der Vibe ist anders da, ne? Der Vibe war super. Die Leute sind alle gut drauf, alle happy, alle haben Bock. Und ja, ich will auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hin. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Mal beim Perukaville-Vlog. Da werden wir nämlich auch einen machen. Schon mal ein kleiner Teaser. Und ganz wichtig, das sage ich jetzt in jedem Video und ich werde euch nerven damit, ja, vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren, mich zu supporten. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben lassen. Und Laurin auf jeden Fall für seine geile Arbeit beglückwünschen. Ja, peace.